So, Freunde, was geht? Heute gibt's tatsächlich mal nichts. Es ist nichts vorbereitet. Easy ist nicht da, Lars ist nicht da, nur ich bin da und du auch. So, und ich erkläre euch jetzt etwas über Licht. Heute sprechen wir ein wenig über Minecraft-Licht und zwar gibt es nämlich da jetzt inzwischen in Minecraft einen riesengroßen Fortschritt. Und zwar werde ich euch den heute ein wenig zeigen. Minecraft gibt es ja inzwischen schon richtig lange und jeder von uns kennt das Licht, ne? Die Sonne scheint, alle Blöcke sind irgendwie gleich und wenn wir die Blöcke irgendwie hochplatzieren oder sowas in der Art, ich muss mal kurz die Musik ein bisschen leiser machen. Wenn wir die Musik irgendwie jetzt mal ausgemacht haben, sehen wir, aha, okay, der Roman hat keinen Stutz erzählt, es gibt keine Schatten in Minecraft. So, das kennt man ja. Es gibt schon den Schatten, den man zum Beispiel unter seinen Füßen und sowas in der Art hat, aber da hat man irgendwie die ganze Zeit nie was dagegen getan. Bis dann irgendjemand auf die Idee kam, Options, Video Settings, Shader zu nehmen und dann hier so einen Sildor's Vibrant Shader zu benutzen. So, das ist sozusagen die Alternative, die man benutzen kann. Die kann man ganz chillig aktivieren, so wie hier. Und dann, boom, sieht Minecraft viel leuchtender aus und alles sieht viel knackiger und viel flüssiger aus. Und dann denkt man sich so, oh yeah, das sind nice Schatten. Sprich also, wenn man dann hier einen Block platziert, hat man dann auch den Schatten, der dazugehört. So, viele Leute haben dann tatsächlich schon gedacht, okay, das ist schon echt krass. Minecraft sieht so gut aus. Minecraft kann gar nicht besser aussehen. Aber meine werten Damen und Herren, das funktioniert. Wir möchten nochmal kurz mal besprechen, was denn das überhaupt ist, das mit dem Licht hier. Das sind zwar Schatten und sowas in der Art, aber das Licht und sowas in der Art von diesem Modpack und alles drum und dran ist nicht so gut, wie man sich das immer vorstellt. Sprich, wir gehen mal zum Beispiel in diese Höhle hier rein, ne? Die Höhle ist ganz cool, bla bla bla, und wir nehmen jetzt einfach mal zum Beispiel eine kleine Fackel. So, diese Fackel, die leuchtet zwar jetzt in jede einzelne Richtung und sie wird nach außen hin immer schwächer vom Licht her, aber das Licht an sich verhält sich nicht ganz richtig. Sprich also, wir haben da nicht so ganz richtiges Verhältnis von Licht. Ich weiß nicht, ob ihr ganz genau versteht, was ich gerade meine, aber schaut einfach mal weiterhin zu und ihr werdet schon verstehen, warum. So, dann haben wir noch das Problem mit den Monstern. Monster werden meistens immer irgendwie in einer ganz anderen Art und Farbe irgendwie dargestellt oder die werden heller und es gibt immer irgendwelche Lichtbugs und alles drum und dran. Es sieht zwar irgendwie natürlich aus und irgendwie auch viel cooler und sowas in der Art, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das fühlt sich immer noch nicht so ganz richtig an. Das Licht läuft nicht richtig. Die Blöcke reflektieren das Licht nicht richtig, sondern werden einfach nur angescheint. So, das kann ja noch nicht das Ende von einem Shader sein. Und deswegen gibt es tatsächlich eine neue Version, die tatsächlich nicht nur neues Licht hinzufügt und Reflektionen hinzufügt, sondern auch buntes Licht. Weil, falls euch irgendwie noch nicht aufgefallen ist, so Blöcke wie zum Beispiel Redstone oder Redstone-Fackeln und sowas in der Art, das ist ja kein richtiges buntes Licht, was da weggeworfen wird von den Fackeln. Zum Beispiel rote Redstone-Fackeln geben ja gar kein Licht ab meistens, ne? Also es ist schon irgendwie da, aber es ist nicht so ganz hell. Wenn wir jetzt mal hier in die dunkle Dings gehen, ist es wieder nur gelbes Licht. So, das ist auch ein Problem. Minecraft hat gar kein buntes Licht. So, da ist jetzt jemand hergekommen und hat jetzt was ganz Interessantes gezeigt. Das zeige ich euch jetzt mal. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr da jetzt einen Unterschied seht. Und zwar ist das hier der Zeus PTGI E6 Shader, der tatsächlich gerade noch in der Mache ist. Das heißt, der ist noch gar nicht fertig. Aber das ist ein neuer Shader. Und zwar, ein Shader, der sich tatsächlich an die Blöcke anpasst und auch daraufhin anpasst, wie nah und wie fern du von irgendwelchen Sachen bist. Da oben zum Beispiel ist jetzt zum Beispiel eine Fackel, ne? Wir gehen da jetzt mal hin und wir sehen dann sozusagen, dass hier in diese Richtung, da verändert sich sozusagen das Licht. Es scheint ganz anders, die Blöcke werden auch nur zur Hälfte angeschienen oder nur ein bisschen angeschienen. Das heißt also, dieses Licht, so wie zum Beispiel dieser Zombie da gerade rausläuft, das ist viel flexibler und viel dynamischer. Das ist jetzt zum Beispiel durch den Glowstone-Block hier gemacht. Ihr seht jetzt zum Beispiel, wie dieser Glowstone-Block hier leuchtet und das kann man tatsächlich alles noch einstellen. Man kann das noch alles viel heller, viel dunkler machen. Man kann auch beispielsweise statt einer ganz normalen Glowstone-Sache hier kann man auch eine Seelaterne nehmen und da seht ihr schon, wie diese Seelaterne leuchtet. Das Leuchten von diesen Seelaternen und von diesen anderen Blöcken erscheint ganz, ganz anders als von den anderen Shadern, falls ihr jetzt versteht, was ich meine. Wir können zum Beispiel jetzt auch mal hier unten einfach mal das hier kurz wegnehmen, so, und dann hier mal so eine Leuchtattrappe da hinstellen und dann sieht das viel bunter und viel schöner und viel leuchtender aus. Was auch ganz interessant ist, ist, dass tatsächlich mit so einem Shader, der jetzt neu rausgekommen ist, den wir benutzen, der hat tatsächlich auch etwas anderes auf Lager und zwar buntes Licht. Und zwar können nämlich tatsächlich jetzt auch bunte Blöcke leuchten. Und zwar Redstone-Blöcke leuchten nämlich richtig rot, also richtig mit der Farbe rot. Und man kann tatsächlich einen roten, leuchtenden Raum machen. Das sieht aus wie Lava und alles drum und dran. Und Lava leuchtet inzwischen
inzwischen auch nicht mehr nur einfach gelb, so wie wir das kannten, sondern richtig rot. Und wenn man jetzt mal meinen Skin anguckt, dann leuchte ich auch richtig rot. Und das ist eine ganz andere Sache. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier aber jetzt Glowstone-Licht hinplatziere, dürfte ich prinzipiell auch wieder ein bisschen Farbe zeigen können. Seht ihr? Die Farbe von den Blöcken wird tatsächlich auch an den Skin übertragen und dadurch seht ihr zum Beispiel meinen Skin in ganz rot. So wie das auch im echten Leben ist. Wenn ich rotes Licht abspielen würde im echten Leben, dann würde es darauf hinauslaufen, dass ihr alles von mir in rot sehen würdet und keine andere Farbe mehr wahrnehmen würdet. So, das gleiche gibt es nochmal als Fun Fact, nochmal in blau. Das heißt also, wir können sogar auch einen blauen Lapislazuli-Block hier nehmen und der leuchtet jetzt auch. Das sind jetzt tatsächlich die zwei lustigsten und coolsten Feature, wie ich finde, aber tatsächlich ist das nochmal ein bisschen ausbaubar, weil wir sind ja in Minecraft und in Minecraft kann man nicht nur Shader aktivieren, sondern man kann tatsächlich auch sehr viele lustige, interessante Resource Packs aktivieren. Das heißt also, falls man vielleicht diesen reflektionsartigen hier Lichtfluss irgendwie nochmal ein bisschen verstärken möchte, braucht man natürlich reflektierende Textures. So, dafür können wir tatsächlich hier in den guten alten Resource Packs zwei nochmal weitere Resource Packs reinmachen. Ich benutze dafür das Default Improved PBR und nochmal obendrauf das Vanilla Normals Renewed und dadurch bekommen wir nochmal ein bisschen knackigere Texturen. Also wie ein ganz normales Texture Pack. So, und das Coole daran ist, dass der neue Shader auch auf glänzende Sachen reagiert. Ich zeige euch, was ich damit meine. Also, ich habe jetzt kurz mal das Texture Pack hier reingemacht. Das sieht jetzt alles nochmal ein bisschen heller hier drin aus. Sieht alles nochmal ein bisschen cooler und blablablub aus, ne? Ihr wisst, was ich meine. Es gibt natürlich noch ein paar Lichtbugs und sowas in der Art. Es kommt immer drauf an, wie man die Sachen einstellt und so. Aber ich möchte euch jetzt hauptsächlich erstmal nochmal was anderes zeigen. Und zwar, lasst uns mal einfach Quarz nehmen. Quarz ist ja eigentlich weiß, ne? Und weiß leitet ganz gut die Farben. Das heißt also, wir nehmen mal hier so ein bisschen Quarz. Durch die ganzen Texture Packs und sowas in der Art wird es jetzt natürlich ein bisschen buggier werden. Aber ich werde euch gleich mal zeigen, was ich meine. So, man kann prinzipiell durch Weiß kann man natürlich Farben noch besser dran sehen. Das heißt also, die Farbe hier, je nachdem wie nah man ist oder sowas, reflektiert dann richtig. Und der Stein wird sogar von dem polierten Quarz sozusagen sogar reflektiert. Das gleiche gilt dann auch nochmal für den Lapis-Lazuli-Block. Und wenn man ganz genau hinsieht, dann sieht man sogar, dass die Farbe Blau und die Farbe Rot von den Redstone-Blöcken sich vermischt und dadurch entsteht sogar Lila-Licht. Das heißt also, durch den neuen Shader, den ich hier benutze, kann man sogar Farben mischen und dadurch neue Farben entdecken und neue Farben bekommen, was eigentlich sehr cool ist. Außerdem, was man natürlich auch machen kann, ist, man kann mit diesem neuen Texture Pack auch Iron-Blöcke benutzen und die nochmal ein bisschen schöner machen. Das heißt also, wenn man da jetzt zum Beispiel so einen Iron-Block hier hinstellt, dann kann man nochmal diesen reflektionsartigen, diesen Lichtfluss nochmal ein bisschen besser darstellen. Zum Beispiel haben wir jetzt hier diesen leuchtenden Iron-Boden oder sowas in der Art und wenn wir da jetzt zum Beispiel leuchtendes Licht draufpacken, dann sieht das viel, viel leuchtender und viel krasser aus. Das leuchtet dann so richtig. Also, warte mal, ich glaube, ich könnte hier mal kurz eine Wooden Axe nehmen. So, und dann machen wir uns mal hier so einen kleinen Eisenraum, damit das nochmal ein bisschen cooler rüberkommt. Das heißt also hier, und dann machen wir da, Set Iron Block, boom. Und dann haben wir hier nochmal ein bisschen was. Ups, ich habe die Spinne aus Versehen eingesperrt. Tut mir wirklich leid, kleine Spinne. Und dann können wir hier mal einen kleinen Raum machen. So, und wir sehen sofort, in was für eine Richtung das geht. Das ist doch Wahnsinn. Guckt euch mal diese Texturen an. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier nochmal Lapis-Lazuli-Blöcke hinplatzieren, sehen wir, das Ganze spiegelt, das Ganze leuchtet und die Farben sind richtig dynamisch. Oben entsteht lilanes Licht. Das ist richtig, richtig krass. Das gleiche gilt natürlich auch für Diamantblöcke. Diamantblöcke kann man ebenfalls benutzen, ne? Und dadurch kann man ebenfalls neue Sachen entdecken. Guckt euch das mal an, wie das hier alles reflektiert. Man kann sogar hier unten drauf gucken, und man kann dann sozusagen die Spiegelung von den Blöcken, kann man sehen, dass hier unten was ist. Das heißt also, man kann in Minecraft mit diesem Shader nun auch mit richtigen Spiegelsachen und sowas arbeiten und so, was mega cool einfach nur ist. Und dadurch kann man, klar, super viele neue Sachen machen und das wollte ich euch unbedingt mal gezeigt haben, weil das für mich so wichtig ist. Wenn man zum Beispiel jetzt hier nochmal ein Schwert hinlegt, dann sieht man auch, wie das Schwert so richtig reflektiert mit den Farben, je nachdem, wo es gerade hinguckt. Und das ist halt eben alles super cool und super neu dazugekommen hier in Minecraft. Und ich persönlich bin richtig happy darüber, wie Minecraft sich entwickelt hat in der letzten Zeit. Und das ist schon wirklich ganz cool geworden. Man kann zum Beispiel auch so eine kleine Arztpraxis mit diesem weißen Licht sozusagen machen. Und Licht macht einfach extrem viel aus. Zum Beispiel sieht dieser Raum jetzt viel kälter aus, als wenn man jetzt zum Beispiel natürlich die Redstone-Blöcke benutzt hätte. Aber ich glaube, kaltes Licht und rote Redstone
Redstone-Blöcke kann man nicht miteinander kombinieren, weil wenn diese Seelaternen gerade da sind, dann wird der Redstone-Block ein wenig, ausgetrickst. Aber so, wenn man ihn jetzt wieder hinplatziert, hat er wieder Lust zu leuchten. Okay, Leute, das ist so das, was ich euch unbedingt gerne mal zeigen wollte, wie man tatsächlich mit Licht in Minecraft spielen kann. Es gibt natürlich auch noch Goldblöcke und alles drum und dran, was man natürlich auch alles noch beleuchten kann und was auch viel schöner damit aussieht und viel realer und viel 4D-textiger und was weiß ich, wie man das irgendwie nennen möchte. Ich verlinke euch mal alle Sachen, die man dafür benötigt, um das alles zu benutzen, einfach mal gerne unten drunter. Das ist eine ganz coole Sache und ich hoffe auf jeden Fall, dass die heutige Folge euch gefallen hat. Das war ein bisschen technischer angehaucht, das Video. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht manchmal solche Videos cooler findet. Zwischendurch geht so ein Video doch manchmal klar. Okay, Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao!